Herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Im letzten Part haben wir von einem weinenden Jungen, der am Ufer saß, erfahren, dass seine Mutter auf ein Schiff gelockt wurde und als Sklave behandelt wird. Und dass sie ihn auch noch schnappen wollen. Und in diesem Part wollen wir den Typen, der da vorne steht, der gerade in unsere Richtung guckt und sich beobachtet fühlt, der ist dafür verantwortlich und den wollen wir schnappen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wohin er geht und müssen ihn zu diesem Weg unauffällig verfolgen. Es wird spannend, aber wir haben im letzten Part wir haben zwei Assassinen gefunden und die sind unserer Gilde beigetreten. Die können wir jederzeit mit der T-Taste rufen und die helfen uns dann und kommen uns zur Hilfe in Kämpfen und wie auch immer. Entfernung vom Ziel verringern, da müssen wir wohl vorsichtig ein bisschen näher an ihm ran. Er guckt immer mal nach hinten, wie ihr vorhin gesehen habt, und da muss man wirklich äußerst vorsichtig sein. Am besten sich in Menschenmengen verstecken, und wenn es gerade soweit ist, dass er sozusagen Verdacht schöpft, dann muss man schnell wegrennen und sich irgendwie hinter der Wand oder so verstecken. Hinter einer Wand, oder er guckt und bewegt sich nicht mehr. Schöpft er schon Verdacht etwa? Ich sehe ihn auch gerade nicht, ich sehe nur den gelben Punkt. Okay, er geht weiter. Steht mir nicht im Weg. Ich habe eine Mission zu erfüllen, Leute. Könnt ihr nicht ein bisschen mehr Respekt vor dem edlen Herrn Ezio Auditore haben, Leute? Geht ja gar nicht. Und jetzt hier, das haben wir im letzten Part schon geübt, am besten hinter der Wand stehen bleiben, weil er wird bestimmt gleich schauen bei jeder Ecke, ne? Da steht er doch, wusste ich doch. Er geht langsam weiter. Ich warte noch einen kleinen Moment. Okay, da sind Borgia, Leute von der Borgia. Die dürfen wir auch nicht anrempeln. Weil sonst, wenn wir die auf den Fersen haben, dann ist die Quest ziemlich verloren. Da oben läuft er langsam weiter. Okay, wir rennen mal eben hier die Treppen hoch. Hinter der Wand. Oh, er guckt wieder, siehst du? Schön vorsichtig sein. Damit er ja nicht auf die Idee kommt, dass wir hinter ihm her sein könnten. Da sind zwei Personen. Okay, hier ist nochmal eine Wand. Aber wir rennen nochmal schnell. Sprinten bis hier. Und schauen, okay. Er ist um die Ecke gegangen, dann mal vorsichtig fallen lassen. Ah, verstehe, jetzt ist er im Bordelgebiet. Ganz blöde Sache. So, wo steckt er? Die Entführungen müssen weitergehen. Die Sklavenhändler töten. In der Silvestro. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das Volk kontrollieren. Danke für deine Hilfe. Ich glaube, das haben wir richtig gemacht. Jetzt kommt er doch in den Schlepptier. Das wollte ich auch gerade sagen. Requiesca in Pace oder wie auch immer. Hasche, bische, hatschu, bitschu. Maschinenbeschrache dürfen. Oder wie auch immer. Das habt ihr jetzt davon, meine Freunde. Und meine treuen Helfer stehen mir fleißig bei. Und ihr? Euch werde ich auch alleine gepackt. Aber damit ihr ein bisschen Spaß habt, kriegt ihr schon ein bisschen was zu tun. Ne? Tja, hättet ihr euch vorher überlegen sollen, was ihr macht. Wie ihr handelt, Leute. Bringt die uns was? Da müssen wir gleich mal ein paar plündern. Am besten den Requiesca in Pace. Ich denke mal, dass der besonders viel hat. Aber dieser Requiesca in Pace zum Taubenschlag. Ein Taubenschlag aufsuchen, ihre rekruierten Aufträge. Das ist der Requiesca in Pace. Das ist er. Zum Taubenschlag. Medizin 2. Okay, dann gehen wir mal zum Taubenschlag. Und wir sehen hier auch, wann unsere Helfer wieder bereit sind. Gut, hier mal eben herein.
Okay, dann interagieren wir mal. Ich weiß bis heute nicht. Jedes Mal spreche ich das falsch aus. Vielleicht war es diesmal richtig. Interagieren. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Cristiano Corsellini ist der Gilde beigetreten. Alle Nachrichten überspringen oder einfach mal weiter. Ein neues Signal wurde verliehen. Ein neues Signal wird jeweils für den ersten. Okay. Ein potenzieller wurde angeworben. Eliminator ist dabei. Okay. Okay, hier haben wir. Ach so. Verstehe. Aufträge können auf Mission entsenden werden, um ihre IP zu erhöhen und Geld zu verdienen. Okay. Wir schauen mal eben auf zurück. 100% die Synchronisation. Das ist wunderbar. Wir gehen gleich zum nächsten Ausrufezeichen. Das wäre perfekt, ne? Okay, dann nächste Missionspunkt. Okay, da vorne kommt einer von der Borgia angerannt. Oh, schnell ausweichen, weil ich habe keinen Bock gerade auf die. Wirklich null Bock und auch keinerlei Zeit. Obwohl, hier ist nur einer. Dem klauen wir mal sein Pferd, ne? Genau. Und nun stirbst du, ihr geht nirgendwo hin. Dich haben wir gleich. Gerade sage ich es extra noch, aber jetzt mache ich es doch. Egal. Muss da einfach sein. Den kriegt man auch hin, wenn wir den ein bisschen beeilen. Kampfrekruten rufen aus. Können rufen. Okay. Da ist ein Doktor. Okay, zwei Medizinfläschchen wären gar nicht so übel. Och, ja, mein Gott, ich tu euch nichts. Holt euch meinen Sud aus gemahlenen Muscheln und Fuchswurzel gegen Zahnsch. Ja, Doktor. Hast mich ja schon überzeugt, muss gar nicht mehr werben. Deine wahre Tomatenwolle. Okay, das brauchen wir gerade nicht unbedingt. Investition. Zurück. Apothekenbedarf, Medizin. Zurück. Stopp. Hey. Wie, hä? Ja, okay. Achso, jetzt. Dann nehmen wir mal 3, 5 wollen wir so. Akzeptiert. Achso, wir hatten 3. Okay, so machen die das. Okay, jetzt haben wir das mit der Rechnung auch. Nach 31 Parts verstanden. Wirklich alles sehr flott. Na gut, ich hätte es eigentlich auch schon verstanden, aber ich musste gerade dann doch nochmal nachdenken. Und dieses sollte ich mal lassen jetzt. So, hier ist eine Leiter, da klettern wir mal eben aufs Dach. In Highspeed-Geschwindigkeit. Und mal gucken, ob wir dann hier von Dach zu Dach einen Tick schneller. Wehe, du muckst auf. Okay, das von hinten machen wir es mal. So, das tut weh, ne? Scheiße, ne? Ja, scheiße. So, hep. Ups, das. Sorry, Ezi. Ezi, Bezi. So, was geht denn hier ab? Achso, hier ist so eine Art Fahrstuhl oder wie die das nennen. höchst moderner Fahrstuhl. Hecht. Oh, wir haben nichts verloren. Geschickt gejumpt. Okay, können wir hier? Ja, komm, Ezi. Ja. Wunderbar. Gut, dann sind wir jetzt auf dem Dach und gehen mal weiter. Da vorne ist schon wieder ein Wachposten oder was soll das sein? Kann er sich. Wäre ja auch zu schön gewesen, ganz ehrlich, wenn er sich am Baum irgendwo festgehalten hätte. Zack. Oh, eine Truhe. Plündern. Na, was gibt's denn? Kupfererz, okay, und ein bisschen Money. Besser ein bisschen Money als gar nichts, ne?
Jetzt hat er uns gesehen. Okay. Auch so herrlich, herrlich. Der denkt, der kann uns packen. Zückt seine Waffe für ein Schlag und der fliegt runter und da liegt er. Guckt den euch an, Leute. Herrlicher Anblick. Obwohl ich. Da, guckt ihn euch an. Ach ja, schon lustig. Zack. Oh, stopp. So. Jo. Und dann hier. Oh, da ist ja schon wieder ein Trüchen. Hey, komm, lass dich fallen. Genau. Komm, genau. Plünderung. Plünder. Grüner Jaspis, okay. So. Ist das eine Teesorte? Keine Ahnung, hab irgendwie die Vermutung. Liege ich richtig. Ups. Och, wir nähern uns dem Punkt. Jetzt. Perfectly. Hä? Stopp. Hä? Ach, er hat sich perfekt abgerollt. Wunderbar. Gut. Ezio, hierher. Wie? Ach da. Ein unerwarteter Besuch. Die Quelle der mysteriösen Stimme finden. Ja. Spontan. Vielleicht ist es jetzt mal ohne eine ewig lange Zwischensequenz. Ezio, komm her. Was ist da los? Echt gruselig. Ezio, hierher. Ich kann ihn nur zu gut verstehen, dass er wissen will, wo die Stimme herkommt. Ezio, komm her. Interagieren vielleicht da drunter? Ach. Kiela. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her. Ist das der Echte? Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen Sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier. Die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Sieh an. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Und jetzt? Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Dreckskerl, Rodrigo. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Meine Zwei. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vaticano? Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Fortsetzung folgt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Däumchen nach oben. Okay, ciao.